Everyone ready? Set! Hut! Oklahoma! Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zum Dulli TV Adventskalender. Ein neuer Tag, ein neues Türchen, ein neuer Spaß, ein neues Getränk! Ein neues Getränk? Ja. Denn wir machen heute Lumumba! Das Geile an Lumumba ist, der schmeckt voll gut, der ist gesund, der ist warm. Wenn es draußen kalt ist, dann kann man ihn gut trinken. Jetzt zu Weihnachten perfekt und natürlich ein Getränk, was eher für die Leute, die gesetzlich angesehen als volljährig eingebaut ist. Denn dort kommt die gute alte Käpt'n-Flüssigkeit rein. Die ist jetzt nicht besonders, also wieder nur Vitaminersatz. Also genau, das ist quasi einfach nur ein ganz normaler Vitaminkomplex, Vitaminmixtur, ja. Die wir auch noch hier reinmachen. Also, wer Lumumba nicht kennt, Lumumba ist Kakao mit Käpt'n-Flüssigkeit. Also man kann auch andere Flüssigkeiten da reintun. Wichtig ist nur, dass man den Kakao ein bisschen aufpeppt mit anderen Flüssigkeiten. Man könnte ja auch zum Beispiel in Kakao, was können wir noch in Kakao machen? Eierpunsch zum Beispiel. Man könnte Eggnog in Kakao reinmachen. Das kann eigentlich eine geile Idee ist sogar. Könnten wir vielleicht auch mal machen. Machen wir später vielleicht noch. Wir zeigen euch jetzt mal, wie man den perfekten Dulli-TV, hörst du bitte auf damit? Wie geht es denn aus? Nochmal drücken. Hab ich. Wir zeigen euch jetzt, wie man den perfekten Dulli TV Lumumba zubereitet. In ganz einfachen kleinen Schritten. Ihr braucht gar nicht so viel. Ihr braucht nur Milch, ihr braucht Kakao, ihr braucht Topf, ihr braucht Glas, ihr braucht Spezialflüssigkeit und was zum Rühren. Wir nehmen gerne hier diese Milchaufschäumer, denn dadurch wird der Kakao schön schäumig. Hörst du jetzt? Ach, du bist ja ganz schön. Aber warum? Na, weißt du nicht. Wir machen das gleiche. Naja, wir gehen jetzt erstmal in den Herd. Los, komm mit. Für den perfekten Lumumba braucht man erstmal einen Daniel, denn ohne Daniel wird das gar nicht. Das ist richtig. Wir kippen in den vorgewärmten Herd. Das ist also nicht vorgewärmt. Nein, eine beliebige Menge, so viel wie ihr wollt halt von dem Lumumba. Oder wie viel ihr noch habt. Oder wie viel ihr noch habt. Wir haben jetzt noch so viel. Und dann, wenn die Milch dort drin ist und die leicht warm wird, dann nehmt ihr hier so einen geilen Messer. Ihr könnt es auch mit einem Löffel machen oder mit einem Schneebesen. Hier so ein Gerät zum Beispiel, da können wir auch machen. Aber dass wir es schön schäumig haben wollen, nehmen wir hier den guten alten. Okay, das ist schon warm. Sehr schön. Dann nehmen wir das. Oh, der ist so laut. Als erstes den geilen Kakao hier rein. Kakao auch einfach gerne nach Gefühl. Da ist jetzt nichts drin. Aber sonst, weißt du, wenn man Kakao macht, sind sonst immer so Klümpchen. Genau, wenn ihr die beliebige Menge Kakao schon fertig habt, weil das kocht ja sehr schnell, das darf ja nicht anbrennen, dann müsst ihr aufpassen. Ich mag gerne, wenn der Kakao ein bisschen, wenn der so richtig schön tief dunkel ist. Wie magst du es? Magst du eher dass nee, es nach Milch schmeckt oder eher nach Kakao? Nein, das Ding muss einfach poppensüß sein. Oh, ich liebe das ja, wenn das so geil schaumig ist, ne? Aber der ist irgendwie, der ist kacke. Gib mir mal bitte den hier. Da, hier. Power-Modus. Ja, mach mal den Käpt'n-Saft rein, bitte. Ein Träumchen. Okay, wir machen jetzt erstmal noch einen. Damit können wir das hier gleich abkühlen lassen. Das hier kommt aus. Schön darauf achten, dass der auch schön heiß ist, damit man sich geil die Schnute verbrennt. Richtig. Ey, Kakao ist einfach eine geile Sache. Und jetzt kommt unser Special. Denn jetzt wird der Dulli TV Lumumba erst zum Dulli TV Lumumba. Denn wir haben uns was ausgedacht. Wir haben einfach geile Marshmallows an einen Strohhalm gehangen. Und das Geile ist, wir haben den in drei Stufen hier raufgeklappt. Dadurch, dass es sehr heiß ist, wird der untere, man sieht es schon, der wird hier so richtig geil schlupschig. Den kann man jetzt schon abziehen. Die kann man nämlich noch nicht abziehen, weil die noch fest sind. Und der hier, der löst sich jetzt so langsam auf und jeder kennt es. Entweder gibt es ja knusprige Marshmallows und es gibt flutschige Marshmallows. Ja. Und ich finde flutschige Marshmallows ja eigentlich ein bisschen geiler. Vor allem, sie lösen sich auf, dadurch macht das Ganze das noch so ein bisschen cremiger. Boah, es ist so heiß. Heftig. Aber es schmeckt gut. Es schmeckt gut. Probier es dich. Ja, ich sag ja, das ist heiß. Aber das ist cool, weil dann schmilzt er schneller. Marshmallow da drin, das rundet es so ab. Marshmallow und Kakao immer. Und Bacon. Bacon kann man auch. Aber Bacon machen wir jetzt hier nicht rein. Bacon haben wir schon in Eggnog gemacht. Wir dachten uns, da brauchen wir jetzt mal was anderes in unserem Leben. Also nicht immer Bacon, wir machen überall Bacon rein. Das ist der Dulli TV Lumumba. Ein unglaublich gutes Projekt. Er knistert sogar noch nach, der Schaum. Der ist so schaumig, dass er noch nach. Ich glaube, ich muss jetzt hier diesen Marshmallow essen. Der ist so geil flutschig. Naja, während ich hier versuche, diesen Marshmallow rauszupulen, könnt ihr mal geil in die Comments hacken, was ihr so in euren Kakao reinhaut, damit es ja noch geiler wird. Und wir würden sagen, verabschieden uns für den Dulli TV Adventskalender für heute. Auf jeden Fall. Und ich freue mich schon auf den morgigen, denn der wird geil, so wie jeder andere auch. Und schaltet auch morgen wieder ein, denn das heißt, Dulli TV, ein neues Türchen, ein neues Spaß, ein neues irgendwas. Bis morgen! Jingle Bell.